So, habe ich alles, ja. Dampfer habe ich. Brauche ich noch ein bisschen Kleingeld. Schlüssel. Ach, ein Akku brauche ich auch noch. Nein, nein, nein. Akku schmeißen wir nicht hier rein, sonst boom. Herzlich willkommen zu diesem Video. Nein, also exfolieren tut es nicht gleich. Ja, also auf jeden Fall solltet ihr es vermeiden, Schlüssel oder auch Kleingeld in eine Tasche zu stecken, Hosentasche, Hemdtasche oder Handtasche, wie auch immer, und dann Akkus lose da reinzuschmeißen. Ne? Habt ihr vielleicht auch schon mal aus der Presse gehört. Es kann tatsächlich passieren, dass Akkus einen Kurzschluss bekommen. Klar, wenn da Metall, ne, ein Plus und Minus kommen, wie Schlüssel und Kleingeld. Hat man ja schon Berichte von gesehen. Also sie explodieren nicht gleich wie eine Bombe, aber sie können halt ausgasen. Die werden dann extrem heiß, wenn permanenter Kontakt besteht. Und es kann dann passieren, dass, ja, also es werden auf jeden Fall über hunderte von Grad, ne? Also es, bevor der Akku aufplatzt, so dauert es natürlich, der Berg wird natürlich schon sehr heiß. Wenn ihr das nicht in der Hosentasche habt, wenn es in der Hosentasche wird, wahrscheinlich warm werden, dann wird es vielleicht noch merken. Aber wenn der Akku dann anfängt auszugasen, er aufgeht, gast vielleicht einfach nur aus, dann habt ihr Glück gehabt. Es könnte dann natürlich passieren, dass sie aufplatzen. Das nennt man dann thermisches Durchgehen. Das ist eine richtig hohe Temperatur und da kann auch dann Feuer entstehen, also richtig heftige Stichflammen. Und der Wert kann bis 800 Grad werden. Also das verursacht eine sehr schwere Verletzung, was aber äußerst selten vorkommt. Ne? Also wenn ihr natürlich euch da schützen wollt, macht das auf jeden Fall so, packt eure Akkus in solche Boxen. Die gibt es in zig verschiedenen Ausführungen, Größen, passend für 80650er, 21700er und so weiter. Da kann man die schon reinlegen, zwei Stück, und gibt es auch einzeln für einzelne Akkus, hier eine kleine Box. Und dann gibt es auch mit Silikon, ne, etwas weicher, in zig verschiedenen Farben und Ausführungen. Da habt ihr es sicher verpackt. Also auf jeden Fall auch nicht mit Kleingeld in Verbindung bringen. Aber ganz wichtig ist natürlich auch, die Isolierung zu achten, dass diese nicht defekt ist. Ja, dass also die Kontakte hier am Rand, die keine Kanten abgeschlagen sind, auch hier oben an den Pluspol die Kanten sauber sind. Und natürlich auch hier die Fläche, ja, nicht beschädigt ist. Und wenn der Fall, dass der Fall sein sollte, dann bitte die Akkus fachgerecht oder umweltgerecht entsorgen. Oder aber, wenn ihr wisst, der funktioniert noch, der ist auch gut, da gibt es dann halt solche Akku-Sleeves, also so Hüllen, die könnt ihr da drüber ziehen, ist wie ein Stromschlauch, den macht man warm und dann schrumpft sich das wieder ein und dann ist er wieder geschützt. Aber da mache ich auch nochmal ein Video drüber, wie man das macht. Aber ansonsten braucht ihr da keine riesen Panik haben. Ich will jetzt hier natürlich auch keine Panik verbreiten. Das ist nur gut für Anfänger oder Umsteiger zu wissen, dass man da auch ruhig keine Angst vor haben muss, aber Respekt. Ich wollte euch da nur noch ein bisschen sensibilisieren. Und wenn ihr die in Akkuträgern habt, und hauptsächlich natürlich jetzt, wenn ihr anfangt, mit Sicherheit dann mit geregelten Akkuträger. Ja, da seht ihr unten, da sind so kleine Löcher drin, das sind dann Entgasungslöcher. Das gibt es also unterschiedliche Formen. Ich frage mal hier zum Beispiel über die Codesbox, sind hier auch unten in dem Akkudeckel kleine zwei Löcher und da kann das dann entgasen, wenn da mal was passieren sollte. Aber die Akkus, Akkuträger, die merken also schon, wenn da was passiert mit dem Akku, dann schaltet der sich auch ab. Nur das zur Information, also da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass das Ding gleich explodiert. Ihr putzt euch ja auch die Zähne mit einer elektrischen Zahnbürste, die sogar wasserdicht ist. Und da ist das ja auch, auch die gleichen Batterien drin und Rasierapparat oder sonstiges. Ne? Da haben wir auch keine Panik, dass das Ding im Gesicht explodiert. Genauso ist es bei denen auch. Man muss halt nur auch auf die Akkusicherheit achten. Also wie gesagt, die Beschädigung oder aber auch, welchen Akku man verwendet. Das ist natürlich jetzt wieder ein anderes Thema. Der Entladestrom, die Ampere, die darf natürlich nicht zu gering sein beim Akku, wenn die Leistung dann halt so hoch ist im Gerät. Aber da gibt es auch so viele andere zahlreiche Videos, da müsst ihr euch mal gucken. Es gibt auch so kleine Apps oder kleine Tools aus dem Internet, die das auch berechnen, wie viel Ampere der dann braucht, der Akku, bei der und der eingestellten Leistung. Da könnt ihr euch mal durchklicken. Also
Safety first, Hülle, Akku da rein, ne? Ganz wichtig, und niemals in Verbindung bringen. In diesem Sinne, bleibt sicher und abonnieren, wenn ihr es noch nicht habt. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr wieder ein neues Video hat. Ciao!